Heilige Käfer sind jetzt im Ägyptischen Museum der Universität Bonn zu sehen. Mehrere hundert Käfersteine, sogenannte Skarabäen, wurden dem Museum aus der Sammlung Müller-Feldmann übergeben. Die Studentinnen Sabrina Weil und Sarah Konert haben jetzt die Stücke in monatelanger Arbeit erforscht. Aus mehreren hundert Skarabäen haben wir 60 Stück herausgesucht, die dann eben hier gezeigt werden und die sich dann auf die Zeit Spätes, Mittleres Reich und Hyksoszeit beschränken. Also wir haben zunächst alle Objekte der Müller-Feldmann-Sammlung, alle Skarabäen gesichtet und die dann thematisch geordnet, Gruppen gebildet, uns näher mit den Gruppen beschäftigt und dann die Stücke aufbereitet, sprich fotografiert, umgezeichnet und dann im letzten Schritt den Katalog gesetzt. Unter der Leitung von Professor Dr. Ludwig Morenz wurde die aktuelle Ausstellung mit den Studentinnen eines Masterseminars für Medienarchäologie konzipiert. Die Motivauswahl bei diesen Stücken ist sehr vielfältig. Das ist auch das Schöne daran. Man findet immer wieder was Neues, also sei es jetzt ein einfaches Ornament oder dann eben auch das komplizierte Ornament oder eben figürliche Darstellungen oder dass man dann eben Schrift dazu nimmt und dann vielleicht auch mal versuchen kann, eben die Hieroglyphen dann doch mal zu lesen und dann vielleicht auch den ein oder anderen Beamten findet. Also das Besondere an den Skarabäen ist eigentlich, dass sie erst zum Siegeln benutzt wurden, also wie heute unsere Stempel in den Ämtern. Aber dann später hat man sie auch als Amulette getragen und als Schmuckgegenstände und da haben sie dann mehr symbolischen Charakter gehabt. Thematisch haben wir uns auf drei Gruppen beschränkt. Eine Vitrine haben wir nur zu Schlingenmustern und Ornamenten. Eine andere Vitrine hat dann die Pseudoschrift, also Hieroglyphen, die nicht mehr richtig Hieroglyphen sind, sondern mehr als Bilder gebraucht werden. Und dann haben wir noch eine Vitrine zu den Hyksos-Herrschern, die sich eben mit ihren Titeln oder per Bild dann präsentieren auf den Skarabäen. Ein Glücksfall für Uni und Museum ist die Schenkung der Sammlerin Annemarie Müller-Feldmann. 2001 und noch einmal 2013 übergab sie fast ihren gesamten Bestand an die Universität. Und woher kommen die Steine? Die habe ich bei meinen vielen Reisen, die ich nach Ägypten und nach Israel gemacht habe, mitgebracht. Ich habe 15 Jahre dort gelebt als Fotografin. Ich habe dann einfach auf Hebräisch gefragt, Yeshel Hamashe Hubeshvili, hast du was für mich? Und da habe ich dann die gekriegt. Jetzt habe ich mir gedacht, die gebe ich hier ab, wo man damit arbeiten kann und wo man das schätzt. Ich wollte irgendetwas zurückgeben, was man mir an Wissen gegeben hat. Und das ist es. Ich kann ja sowieso nichts mitnehmen. Und für mich bedeuten sie sehr viel, wenn man damit arbeiten kann. Wenn junge Leute, meine Enkel könnten das sein, wenn die damit arbeiten können. Und das freut mich. Zeitgleich zur Ausstellung erscheint der Band 5 der Reihe Bonner Ägyptologische Beiträge. Darin sind die Stücke der Ausstellung fotografisch und wissenschaftlich beschrieben. Denn zahlreiche Skarabäen und Skaraboide der Schenkung sind in der Forschung bisher gänzlich unbekannt. Das Ägyptische Museum zeigt die Käferamulette noch bis zum 4. Mai 2014.